stirbt. Nein! Oh, das war so gut. Das lief so gut. Nur noch dieser eine Gegner und der killt mich. Ey, Leute. Ah. Sauber. Kann ich mich schnell auf die Waffe wechseln. Upsala. Also bevor ich rübergehe, ich habe vergessen, dass ich dann noch die Waffe anlaufen lassen muss. Ja, schnell wechseln. So. Bisschen umständlich, aber es hat geklappt. Das ist ja die Hauptsache. Jetzt können wir erstmal hier über die Munition nämlich einsammeln. Hier irgendwo was? Nein, nein. Hier. Wir sind hier ganz nah an ein Ziel dran. Ich denke mal, wir müssen nämlich jetzt hier. Ah, das ist eine Schrotflinte, ja. Mit der Schrotflinte können wir jetzt nicht wirklich anfangen. Weg damit. Müssen wir. Ich glaube, wir müssen da rein, ne? Kann das sein? Oder hier rein? Ja, dahin müssen wir. Stecken wir die Waffe mal weg. Hacken. Sicherheitsstufe 3. Nee, nee. Verstärken tun wir nicht. Wir gehen ganz normal hier entlang. In der Hoffnung, dass wir nicht entdeckt werden. Leider Gottes doch. Aber soll es uns jetzt nicht dran hindern, Zugriff oder? Zugriff gewährt. Perfekt. Raus aus meinem Labor! Leute wie Sie haben hier keinen Zutritt. Freut mich auch, Sie zu sehen, Dr. Colvin. Was? Warten Sie. Ich kenne Sie. Sie waren Seriffs Sicherheitschef. Ein schöner Beschützer sind Sie. Vorsichtig, Doc. Ich bin beim Versuch, Sie zu retten, fast gestorben. Oh. Und jetzt sind Sie hier, um mich zurückzuholen. Tja, vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht habe ich hier ja mehr, als ich bei Seriff je hatte. Würde Wassili Sevchenko das auch so sehen? Sie haben ihn umgebracht und seine Leiche weggeworfen. Das ist nicht wahr! Glauben Sie mir. Oder haben Sie diese Mörder so sehr manipuliert, dass Sie gerne Ihre Spielzeuge basteln? Das war kein Spielzeug. Es war ein Software-Upgrade, das die Funktion eines Biochips begrenzt. Sie sagten mir, es dient der Massenkontrolle. Ist Wassili wirklich tot? Haben Sie die Leiche gesehen? Das, was davon übrig war. Oh mein Gott. Ich hätte auf ihn hören sollen. Dr. Colvin, ich muss die anderen Mitglieder Ihres Teams finden. Aber Dr. Reeds GPL sendet nicht. Sie ist in der gesicherten Zone. Da wimmelt es von Wachen. Dann muss ich die Wachen loswerden. Lenken wir sie ab. Wie wär's mit einem Laborunfall? Sind Sie dabei? Nach allem, was diese Schweine Wassili angetan haben? Natürlich. Aber ein kleiner Zwischenfall in diesem Labor wird nicht reichen. Nein. Aber wenn noch ein paar Labors hochgehen... Gleichzeitig. The Clan und Eric. Natürlich. Interessante Idee, Mr. Jensen. Ehrgeizig, aber riskant. Das Timing wird entscheidend sein. Ich koordiniere den Angriff. Aber Ihnen ist klar, dass das Ganze auch nach hinten losgehen könnte. Ich bin kein Mauerblümchen, Mr. Jensen. Aber es könnte ein anderes Problem geben. Sie orten Ihre GPLs, oder? Ich habe mich schon gefragt, wie wir das Problem umschiffen. Sie sind ein kluger Mann. Genau wie Wassili. Er wollte ihre Ortungs- und Störprotokolle mit einem Virus deaktivieren. Vielleicht wissen The Clan oder Eric mehr darüber. Warum sollte ich ihn trauen? Verscherti? Ne, Verherti? Dr. Faraday scheint nicht in diesem Gebäude zu arbeiten. Wissen Sie, wo er sein könnte? Ich denke, er ist nebenan im Biomech-Labor. Aber Sie müssen nicht raus, um zu ihm zu kommen. Die beiden Gebäude sind über eine Brücke verbunden. Versuchen Sie es damit. Koss? Ich habe Eric Koss noch nicht gefunden, Dr. Colvin. Wissen Sie, wo er festgehalten wird? Er arbeitet in einem Labor im zweiten Stock. Es gibt einen Aufzug, der Sie zu ihm bringen könnte. Der ist allerdings im ersten Stock und ich habe gehört, die komplette Etage ist abgeriegelt. Andererseits, mit Ihren Neuroimplantaten finden Sie bestimmt einen Weg. Ja, das können wir bestimmt. Dr. Colvin, ich muss wissen, ob ich Ihnen trauen kann.
Es schien Ihnen hier zu gefallen, bis ich Ihnen von Dr. Sevchenko erzählte. 6 Monate, Mr. Jackson. Für Sie mag das kurz sein, aber wie lange kann ein Mensch in ständiger Angst leben? Als Sie uns aus der Isolation geholt haben, war es für mich viel leichter, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Haben das alle so empfunden? Vassili nicht. Und der Kleine wohl auch nicht. Aber unsere Arbeit hier, die Diskussionen und die Theorien. Ich hatte gedacht, Serifs Projekte wären schon weitreichend. Aber die Experimente, die ich hier gesehen habe, davon kann die DARPA nur träumen. Zumal sie hier nicht von der Regierung überwacht werden. Für Sie bin ich eine typische Wissenschaftlerin, oder, Mr. Jensen? Die blindlings Grenzen überschreitet, die sich nicht darum schert, wer die Zeche für ihre Entdeckungen bezahlt. Am Ende des Tages müssen wir uns alle im Spiegel betrachten können, Dr. Colvin. Sie haben natürlich recht. Aber war es in Detroit so viel anders? Wir wissen doch alle, woher die Aufträge von Serif kamen, oder? Sie haben gefragt, ob Sie mir trauen können. Das können Sie. Aber Sie sollten sich beeilen. Okay. Okay, warten Sie auf mein Signal, Dr. Colvin. Wenn Ihr GPL vibriert, fingieren Sie den Zwischenfall. Verstanden. Und tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. So, jetzt haben wir schon mal die erste auf unsere Seite gezogen. Ja, da bin ich jetzt gerade nicht durch. Haben wir hier irgendwo noch was? Da haben wir nichts. Hier haben wir noch einen Computer. Der ist auch frei. So. Müssen wir nämlich nicht hacken. Was ist denn hier? Sicherheitsstufe 4. Ja, versuchen wir mal. Hacken. Ich kann jederzeit die Verbindung trennen. Eieiei, und schon haben wir es uns entdeckt. Oh Mann. Oh, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Zugriff gewährt. Uiuiui. Was haben wir denn hier so? Ja, sonst eigentlich nichts, ne? Da hätte ich durchbrechen können. Brauche ich mal kurz machen, da gibt glaube ich EXP, ne? Nicht genug Energie, jetzt aber. Glaub, glaub. Hulk ist da. Wir müssen eigentlich in die Etage höher. Wir entfernen uns eher nur noch. Ne, das ist nicht gut. Wir wollen ja näher kommen. Ja, aber so ein Ding. Glöb, einmal dran. So, gucken. Ja, alles ist ausgefallen. Kam ich jetzt gerade nicht von hier? Nee, ne? Nee. Da haben wir ein Standardgewehr. Auf dieser Etage müsste einer sein. Löst du mal den alle aus? Ich habe jetzt keine Lust gerade darauf zu warten. So. Inaktiv. Zurück. So. Hier haben wir eine. Ja, Schiss ohne Ende. Aber wir müssen ja zu ihm da. Was wollen Sie? Ich sagte doch, Sie sollen hier nicht reinplatzen. War das neue Biochip-Design nicht genug? Dr. Koss, ich soll Sie herausholen. Jensen? Von Serif? Aber es hieß, man hätte uns abgeschrieben. Nicht ganz. Hören Sie, Jensen. Die haben mich gezwungen, für Sie zu arbeiten. Ich wollte den neuen Biochip nicht bauen, zumal er auf Serifs Forschungen basierte. Aber Sie ließen mir keine Wahl. Niemand zweifelt an Ihrer Loyalität, Dr. Koss. Wissen Sie, was Sie mit diesem neuen Biochip vorhatten? Ich bin nicht sicher. Sie erwähnten, dass ihn Taeyong Medical produzieren und über Limp vertreiben würde. Aber ich bin mir nicht sicher. Schon gut, ich hole Sie hier alle raus. Aber damit ich an Megan rankomme, müssen Sie, Colvin und Faherty zur Ablenkung Laborunfälle inszenieren. Zeitgleich. Ist das nicht riskant? Und wie...